Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Exocke. Wir legen auch gleich los. Und zwar habe ich mir heute was ganz Besonderes ausgedacht, was ich ab sofort öfters machen möchte an einem Freitagabend wie diesen. Und zwar habe ich vor, mit euch Zuschauern mir Zeit zu verbringen und das aufzunehmen. Ihr habt dann immer 15 Minuten Zeit, mir ein bisschen sowas zu zeigen, mit mir zu spielen, ein bisschen Blödsinn zu machen, was auch immer, wozu ihr Bock habt, was zu bauen oder was auch immer. Das nehmen wir auf und wird dann für euch online gestellt. Genau, und wir fangen heute mit Nils Jack an. Ich bin jetzt bei ihm drin, deswegen leckt es ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum das so komisch ist. Wir haben es jetzt die ganze Zeit über mich versucht, aber da sind die ganzen Leute reingekommen, was ich natürlich verstehen kann. Aber ich habe sie gebeten, rauszugehen. Die meisten sind auch rausgegangen, das hat super funktioniert. Müssen wir mal schauen, dass ihr das irgendwie dann auch versteht, weil sonst kommt keiner dran. Das wäre nämlich ziemlich schade. Aber ich glaube, jetzt hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt ist keiner mehr dazugekommen. Und jetzt schaue ich mir mal Nils sein Fahrzeug an. Es ist scheinbar auf den ersten Blick ein netter Truck, der ein paar Gurken und Bananen umherfährt. So, der kann aber noch mehr. Ich habe vorhin schon ein bisschen was ausprobiert gehabt. Ja, das leckt jetzt ziemlich. Ich hoffe, dass ich das Ding jetzt überhaupt zum Fliegen kriege. So, mit zwei, mit drei mache ich so die Seiten auf und mit zwei klappen dann diese Flügel raus. Genau, und mit vier kann ich dann hier so ein bisschen abheben. Ich nehme mal an, mit fünf mache ich dann so die Schubdüsen an. Aha. Mit sechs kippe ich auf die eine Seite und dann mit sieben in die andere Richtung. Sehr gut durchdacht. Also durchdacht, das ist wirklich cool. Hinten. Und dann haben wir noch vorne. Okay, also 6, 7, 8, 9. Ist nicht einfach, aber ich glaube machbar. Ich versuche das jetzt mal hinzukriegen, trotz Lecks. Ja, es funktioniert. Wuhu! Oh, ich will landen. Oh, oh, jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Oh nein! Ah, jetzt mache ich so violetten. Sehr schön. Und Achtung. Ja. Irgendwann werden wir schon landen. Und ja. Doing. Ja, cooles Teil. Vor allem finde ich es cool, dass es so ein bisschen transformiert. Jetzt müssen wir herausfinden, welche diese Schub war. Juhu. Oh je. Wären die Lecks nicht, könnte ich das Ding hier jetzt richtig geil fliegen. Ah, das funktioniert noch nicht. Also ich muss das in Zukunft auf jeden Fall so machen, dass das über meinen Server läuft. Sonst kann ich die Sachen hier gar nicht vernünftig testen, wie ihr jetzt gerade seht. Ich drücke jetzt hier eigentlich irgendeine Taste und es passiert eigentlich gar nichts. Jetzt hat er reagiert. So, jetzt landen wir, glaube ich, relativ sauber. Es sieht zwar noch nicht so aus, aber... Achtung! Jetzt macht er wieder die Türen auf. Ja, toll. Ja. Das ist ja grauenvoll. Mit den Lecks. Jetzt drückt er wieder alle Tasten. Ich springe jetzt einfach mal ab. Damit das Desaster einfach ein Ende hat. Geiles Teil, mag, dass es so so auf dem ersten Blick wie ein LKW aussieht und dann zum Flugzeug wird. Fliegt sich recht gut. Also ich glaube, es würde sich richtig gut fliegen, nicht nur so, aber das liegt jetzt einfach, ja, keine Ahnung, weil einfach nicht genug Durchsatz durchkommt. Informationen oder so. Ich meine, wenn ich da mich bewege und dann 10 Minuten später oder so reagiert er da drauf, das ist natürlich dann unvorteilhaft zum Fliegen. Aber sah echt cool aus. Auch durchdacht so mit den Tasten, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Also das müsste man sich vielleicht doch nochmal so anschauen. So, jetzt bin ich gespannt, was der Nils noch so Schönes hat.
bin gespannt, was du noch so hast. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Die anderen warten schon. Die schreiben immer so, ja, Xaok, ich wäre auch sehr neugierig, da mal so eine Runde mit dir zu spielen. Finde ich sau cool. Das kommt auch wirklich gut, glaube ich, an. Ich finde das schön. Ich liebe es, mit euch zu zocken. Ich wünschte mir, das würde besser funktionieren. Aber ja, es ist halt ziemlich matig irgendwie. Aber irgendwie kriegen wir das hin. Ich höre immer wieder von mehreren Leuten, dass am Dienstag angeblich die neue Engine rauskommen soll. Erstmal als Beta, da bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, dass das dann irgendwie, keine Ahnung, vernünftiger funktioniert. Ich hoffe es mal. So. Schauen wir mal, was er jetzt noch hat. Wir haben jetzt auch ein paar Startversuche probiert. Erst über mich, wie gesagt. Da ist es auch zweimal gecrashed, weil halt die Leute dazu gekommen sind und halt alles Mögliche hingestellt haben. Verstehe ich. Würde ich auch total lieben, wenn man alles vollmüllen könnte und dann so, oh Gott, wie im Spielzimmer, so überall liegt Zeug rum und oh, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Das wäre total interessant und super. Aber das, ja, bringt halt leider das Spiel ins Schwitzen. So, ich weiß nicht, hat er schon was hingestellt? Also ich sehe nur nichts. Ich frage ihn jetzt mal, hast du schon was hingestellt? Nicht, dass er auf einen Befehl wartet. Ich würde gerne das nächste sehen. So, ich habe jetzt geschrieben, nicht mal der Text kommt rechtzeitig an. Tja. So, ja, leider sind wir beim Nils jetzt gecrashed. Jetzt kommt einfach mal der nächste dran. Probieren wir einfach unser Glück beim nächsten. Das ist jetzt der Dr. Justin Bino. Zum Glück nicht Justin Bieber. Und ja, schauen wir mal. Klar, stell. Klar. Zeig her. Schauen wir mal, was er jetzt zu präsentieren hat und ob das hier jetzt besser funktioniert. Also hier funktioniert auf jeden Fall schon mal das Laufen wesentlich besser. Also es leckt nicht rum, ich sehe ihn vernünftig laufen. Keine Ahnung, vielleicht lag es auch am Nils selber. Ich weiß es auch nicht. Okay, so, auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Wir haben jetzt hier einen schönen Bus. Okay, er sagt, ich soll einsteigen. Okay, zu Befehl. So, da geht gleich die Musik an, geil. Direkt hinter den Ohren. Oh, ich fühle mich voll virtuell beschallt. Oh, das sieht aber echt cool aus. Kommt man nun durchs Fenster rein, macht aber nichts. So, okay, ich soll warten. Ein schöner Bus. Aber kleine Reifen für den großen Bus. So, was macht er jetzt? Ich drücke jetzt einfach mal Taste 2. Achso, er hat mir jetzt irgendwie in Steam geschrieben. Taste 2. Achso, er hat Copy-Paste gemacht wahrscheinlich. Okay, mit 3 in die Fahrertür. Dann schauen wir uns das doch mal hier um. Oh ja. Also jetzt funktioniert es gerade richtig gut, das Spiel. Keine Lags oder so. Also so muss es sein. So habe ich mir das auch vorgestellt. Wahrscheinlich lag es einfach auch am Nils ein bisschen. Keine Ahnung. Ich hatte auch eine schlechte Leitung. Ich meine, ich habe ja auch keine, nicht gerade die beste Leitung. Sieht schick von unten. Sieht schick aus. Also wirklich cool. Das Rot gefällt mir. Das ist ja auch so typisch, so dieses rote Velour, was da auch in Bussen oft verwendet wird. Vor allem bei den älteren Bussen. So, schauen wir mal. Cool finde ich, dass das Radio direkt angeht, wenn man sich so reinsetzt. Gehen wir mal wieder die erste Tür zu. Ah, Dachluken hat er auch. Seitenfenster. Okay, cool. Fahren wir mal eine Runde. Oh, der fährt sich gut. Obwohl das nur eigentlich so ein Betonklotz ist, im Prinzip, fährt der sich verdammt gut. Die Hupe passt. Geil. Ah, der hat auch nur Licht und nur anderes Licht. Wahrscheinlich so fernlichtmäßig. Spiegel verstellen. Klasse. Sauber.
Gefällt mir echt gut. Also, so stelle ich mir einen Bus vor. Oh, ich muss vielleicht auch die Türen öffnen. Sonst kommen wir nicht raus. Geil. Vor allem so fette Glasfronten und Seiten. Also wirklich geil. Kann man wirklich viel sehen. Kannst du dir speichern und vorstellen? Ganz ehrlich? Ganz ehrlich, ich bin gerade am Aufnehmen. Ja, was? Ja, ich nehme gerade deinen Bus auf. Ich nehme das gerade auf, das kann er wahrscheinlich gerade gar nicht fassen. Ja, du bist live in der Folge. Ich freue mich voll. Jawohl. So muss das. Hast du noch was? Schauen wir mal, ob er noch was hat. Vielleicht hat er ja noch was. Vor allem, wenn es jetzt gerade so gut läuft, dann müssen wir das ja ausnutzen. Ich glaube, er checkt gerade mal seinen Lift durch. Obwohl, er hat ja noch gar keinen Lift hier stehen. Aber er belegt vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Aber der Bus ist echt super und so. Können wir mal ein Verbindungstool, also da sind auch ganz schön was los. Ach, das war das erste Auto, was du je gebaut hast. Jo, Wahnsinn. Das erste echt mega. Also, wenn wir uns dran erinnern, wie mein erstes Fahrzeug aussieht, das konnte man ja nicht mal als Fahrzeug bezeichnen. Also, das ist ja schon krass. Also, wirklich. Not bad. Also, wirklich. Gefällt mir gut. Ja, also er hat geschrieben, dass er noch was dann mit seinem Freund macht. Mit seinem Kumpel wahrscheinlich. Und ja, bin ich mal gespannt, was er noch so bringt. Danke fürs Zeigen. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt wo die Verbindung eh so stabil ist, lade ich jetzt mal den Nils dazu. Er sagt nämlich, jetzt wäre es besser. Er ist jetzt aus Versehen hier reingegangen, das macht ja nichts. Soll er dazukommen? Vielleicht ein bisschen leckt's wieder, aber nur ganz klein. Oh, jetzt geht's wieder. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo der Start ist. Das wäre jetzt natürlich super, wenn wir jetzt irgendwie so keine Ahnung, eine Mega-Leitung von Scrap Mechanic bekommen hätten. Womit das jetzt hier so toll funktioniert. Genau. Also ich erkläre ihm das jetzt nicht im Chat nochmal. Also wie gesagt, ihr habt jetzt einfach die Möglichkeit mit mir zu zocken und das auch im Video vorkommt. Und ja, so in der Art. Und das möchte ich natürlich jetzt irgendwie jeden Freitag machen, wenn es möglich ist natürlich nur. Es ist immer arbeitsabhängig. Wegen meinem Beruf ist das immer schwierig zu wissen, wann ich Feierabend habe. Und genau. Jetzt schau mal, was der geschrieben hat. Bist du bei deinem schon drauf? Ich schreibe ihn, komm dazu, geht gerade gut. Ja, zum Zeitüberbrücken soll er mal zeigen, was er noch von außen kann. Theoretisch hat er ja 15 Minuten. Bis der Nils da ist. Ich weiß nicht, irgendwie hat der Nils ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, ob... Keine Ahnung, ob er vielleicht auch Probleme mit seinem Internet hat. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber für... Also Leute, das müsst ihr mal ehrlich zugeben. Für sein erstes Fahrzeug, also wirklich... Also das ist schon... Profi-like, also wirklich geil. Die Farbe passt. Licht, Dachluken, Türen, Spiegel. Also Spiegel, ich vergesse ja bei meinen Fahrzeugen überhaupt einen Spiegel dran zu bauen. Und er hat sogar mit Lenkung, also so verstellbar. Also wirklich geil.
gefällt mir saugut. Also wirklich saugut. So, ja, wo bleibt der liebe Nils? Keine Ahnung, wo er bleibt. Jetzt schaue ich mal kurz im Chat nach. Weil da waren ja noch ein paar andere, die dazukommen wollen. Schau mal, wo der ist, den ich noch hatte. Was war der? Okay, da er irgendwie nicht reinkommt. So, gehen wir wieder raus. Danke fürs Zeigen. Hat Spaß gemacht. Wir schreiben nachher nochmal. So, okay, dann gehe ich jetzt zu dem nächsten. Das ist nämlich der Sky Fan oder so. Und der wartet auch schon ewig darauf, dass ich mal mit ihm zusammen spiele. Achso, Moment. Fuck, das war jetzt falsch. Jetzt habe ich ihn zu meinem Spiel eingeladen. Ich wollte ja eigentlich zu seinem Spiel. Ah, hier. So. Okay, schauen wir mal, ob das jetzt auch noch so gut funktioniert. Oh, bitte, 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 das wäre so toll. Und vor allem, ich bin ja woanders da reingejoint. Das wundert mich ja sowieso. Meistens war es immer so, wenn ich woanders da reingejoint bin, das war fast meistens nie spielbar. So. Okay, das geht jetzt auch ziemlich gut. So. Hi. Zedak? Zedak kenne ich nicht. Er schreibt aber AFK. So, ich sehe da schon mal einen Pokéball, aber ich glaube, das ist nicht, warum wir hier sind. Okay. Gehen wir mal einfach mal ein paar Meter links, rechts rum. Er spricht Englisch. Ja, okay, ja, schön. Ich bin ja nicht wegen Zedak hier, sondern wegen Skyhem. Okay, jetzt habe ich irgendwie einen Lag, weil ich bewege mich eigentlich gar nicht mehr. Aber mein Charakter läuft einfach weiter. Aber ich kann noch lenken. Das ist gut, dann kann ich wenigstens... Okay, jetzt sind wir rausgeflogen. Ah, er ist gecrashed, okay. Dann warten wir mal kurz. Dann kann ich mal kurz hier nur weiter gucken. Hast du TS? Nein, habe ich nicht. Spiel gecrashed. Lass mal hier, geht irgendwie nicht mit beitreten. Okay, den lasse ich mal hier stehen. Nimmst du auf. So, er ist wieder drin. Ne, ich kann auch nicht zujoinen. Okay, dann warte ich noch. Okay, der Nils schreibt jetzt auch, lass morgen nochmal probieren. Ja, können wir vielleicht machen. Ich schreibe ihn jetzt mal okay. Also auch nicht wundern, normalerweise schneide ich ja nie. Wenn ich jetzt hier mal irgendwo ein paar Stellen was rausschneide, seid nicht sauer oder sowas. Ich versuche alles Wichtige drin zu behalten. Aber es geht dann einfach auch um die Länge des Videos. Und wenn ihr jetzt hier die ganze Zeit den Startbildschirm dann seht, das ist natürlich dann auch nicht so der Highlight. Rally Auto gebaut. Ah, Vanilla, okay. Das finde ich auch lustig, dass man das inzwischen Vanilla nimmt, wenn man keine Mods benutzt. Wo ist denn jetzt hier unser Skyden? Spielt jetzt Paladins? Ja. Gut. Dann den nächsten. So, wen haben wir denn noch? Wir haben jetzt hier den Gumba-Fan. So, hätte Zeit. Der hat mir vorhin geschrieben, er hat gesagt, dass er so einen schönen Bus gebaut hat und da ist das Problem mit dem Bus, dass er irgendwie mit der Lenkung nicht so ganz zurechtkommt, denn er hat einmal einen Bus gebaut, da ist die Lenkung perfekt, sprich er lenkt so wie er möchte, also wirklich super, und dann, das war wohl mit so, wie nennt man das,
den jetzt? Gelenkbus, genau. Und dann hat er das Gelenkbus weggemacht, also das hinten weggeschnitten und hat den neu aufgesetzt. Und das vordere Teil lenkt jetzt einfach scheiße. So, er hat jetzt gefragt, ob ich vielleicht eine Idee habe. Ich habe zwei Ideen, woran es vielleicht liegen könnte. Probieren wir es einfach mal aus, ob ich ihm helfen kann. Das weiß ich so jetzt natürlich nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt reinkommen. Es lädt und lädt. Ich klicke jetzt hier einfach mal nochmal auf seine Einladung. Da passiert jetzt erstmal nichts. Wir lassen einfach mal weiterladen. Ah, jetzt. Wow. Hoppla. Oha. Hier ist ganz schön was los. Und ich fühle mich ganz plötzlich heimisch und geehrt. Oh, da kommt mir ja einiges bekannt vor. Wir haben einmal den Breakdancer, dann haben wir einmal mein liebes, süßes Karussell, dann haben wir mein Riesenrad neben, mein Riesenrad in Anführungszeichen, neben einem anderen Riesenrad, was wirklich ein Riesenrad ist. Und, aber es ist nicht automatisch, meins ist automatisch. So, okay. Wo ist er denn, der Gute? Der wartet nämlich auch schon seit Ewigkeiten. Da hinten ist er noch mehr. Oh, schicke Straße für fette Fahrzeuge. Ah, da ist er ja. Huhu! Na du? Ich finde sein Profilbild so cool. Das ist, glaube ich, so eine Ente. Warte, ich schaue nochmal nach. Nicht, dass ich mich vertue. Ja, so eine... Nee, nicht so eine Ente. Ach, das ist so ein Pilzvieh von Mario. Also so diese bösen, komischen Dinger da. So, da. In 50 Kilometer sind die Busse. Ja, super. Okay. Ich glaube, er will irgendwas hinstellen, um wahrscheinlich dieses Stück da schneller zu fahren. Ich laufe schon mal, während er sucht. Okay, er hat sich anders überlegt. Okay, das Schild erkennt man sofort. Vorfahrt. Dann haben wir hier wahrscheinlich irgendwie so eine Art Kreisverkehr. Das finde ich cool mit dem Fallen und so. Und auch, dass er hier noch so Baustellenschilder hingestellt hat. Geil. Gefällt mir gut. Dann ist das wahrscheinlich ein Bus, so ein Shuttle-Bus. Ein Shuttle-Bus zum Freizeitpark da hinten. Finde ich cool. Sowas ist auch immer voll die ätzende Arbeit, so riesige Flächen zu ziehen und dann auch noch anzuzeigen. Oh, Goodie. Mhm. Interessant. Auch eine schöne Lösung. Da stehen die Busse. Schöne große Bushaltestellen. Erkennt man sofort. Gefällt mir ausgesprochen gut. So, dann haben wir hier die schönen Busse. Ich habe jetzt hier aktuell 16 Bilder pro Sekunde, nicht gerade 4. Aber es ist spielbar, es laggt ein bisschen, das ist wahrscheinlich einfach die Menge des Inhalts hier auf der Map. Aha. Sind es jetzt zwei? Das sind zwei, genau. Einmal ein mit Gelenkbus und einmal ohne Gelenkbus. Okay. So. Welcher lenkt scheiße? Also ich, wenn ich es richtig verstanden habe, lenkt der kurze Scheiße. Schauen wir mal. Der kurze, oder? So, dann schauen wir uns das doch mal an. Wir haben jetzt hier einmal die Lenkung, die auch richtig eingestellt ist, auf jeden Fall. So. Okay, was mir auf jeden Fall auffällt, ist schon mal die Gewichtsverteilung. Ich würde wahrscheinlich die Räder ein bisschen weiter dahinter stellen, dann würde es wahrscheinlich ein bisschen funktionieren. Ich habe behoben. Ich habe einen Gasmotor eingebaut und dann ging es. Ah, okay, cool. Ich wusste gar nicht, dass das Gasmotoren sind. Ich dachte immer, das wären Elektromotoren. Hm. Aber schon interessant, dass das dann jetzt daran lag. So. Schauen wir mal. 1 und 2 sind die Türen, okay. Und 3? Was macht 3? Ah, Licht. Aha, süß. Da hinten sind also so Knöpfe, die er drücken kann. So, ich möchte hier aussteigen.
Haha, cool. Gefällt mir gut. Das ist immer das Tolle. Busse habe ich schon tausende gesehen, aber jedes Mal, wenn ich mir einen Bus ansehe, sehe ich irgendwas anderes, was jemand anders da macht, was mir gut gefällt. Das finde ich immer so toll. Das ist immer das, was das Spiel so ausmacht, dass man es zwar zum millionsten Mal eigentlich gesehen hat, aber es ist trotzdem noch interessant. Oh, der fährt sich gut. Oh, jetzt bin ich von der Straße runtergefahren. So, soll die Tür aufmachen? Oh je. Ja, hier leckt es jetzt ein bisschen. Es ist ein bisschen kompliziert, jetzt hier geradeaus zu fahren. Eigentlich müsste ich nur geradeaus drücken, aber aus irgendeinem Grund werde ich trotzdem schief. Ich fahre jetzt hier mal eine Runde. Tutu! Oh, ich darf nicht lenken. Und doch tue ich's. Egal. Ich fahre jetzt hier zu dem Haus hier hinten. Das interessiert mich jetzt. Er kommt mit dem Bus hinterher gefetzt. Hä? Wo bin ich denn jetzt, Blitz? Hä? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich hierher gefahren bin. Ich habe plötzlich einen Filmriss. Und ich schwöre euch, ich habe keinen Schnitt hier reingemacht. Ich bin nur geradeaus gefahren. Jetzt habe ich wieder diese blöden Lecks hier. Oh. Ich drücke eine Taste, nichts passiert. Scheiße. Schade, ich will... Bei ihm läuft alles gut. Schaut, er fährt da schön da seine Spur ab. Okay, jetzt ist er da auch ein Filmriss. Aber bei ihm sieht es wahrscheinlich ganz normal aus. Ich stehe wahrscheinlich an der Stelle. Ja. Und ich wette mit euch, gleich switchen wir voll auf die Straße wieder. Ich habe plötzlich 30 Bilder pro Sekunde. Wenigstens das. Manu! Ich drücke gar nichts. Ich schwöre, ich drücke gerade nichts. Und der Bus, jetzt steht er. Super. So. Ich drücke jetzt immer noch nichts. Ich versuche jetzt 1 zu drücken, damit die Tür aufgeht. Wo fährst du hin? Ich weiß auch nicht. Wo fahre ich hin? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts gedrückt und das Ding macht sich total selbstständig. Er sitzt plötzlich im Bus. Das ist aber jetzt gruselig. Hä? Wer ist dann den anderen Bus gefahren? Das gibt's ja nicht. Aber es leckt nicht mehr. Das gibt's ja nicht. Wie ist der denn da jetzt reingekommen? Der ist doch den Bus da... Oh, ich habe voll den Filmriss gerade. Und ich schwöre, ich habe nichts getrunken. Das ist ja krass. Beim Gelenkbus habe ich ein Lichtproblem. Aha, ich sehe es schon. Okay, vielleicht kann ich da ja helfen. Schauen wir mal. Er hat hier... okay, ja. Fragen wir mal, mit welcher Taste? Damit wir jetzt hier... Ah, mit Taste 3, glaube ich. Wieso hat er das auf 4 wieder neu gesetzt? Verstehe ich nicht ganz. Wir machen jetzt einfach mal das hier weg. Oder? Jetzt sollte es eigentlich passen. Da war nur so eine Verbindung von oben, von der Taste 4 mit rein. Weshalb er gedacht hat, er muss 3 und 4 gleichzeitig drücken, damit das funktioniert. Ja, okay, ich gehe ja schon aus dem Weg. Wieso zur Hölle läuft das jetzt wieder? Das ist ja... Guck mal, wie schön der fährt. Toll. So, ich will jetzt wissen, was das da hinten ist. Da wollten wir eigentlich ursprünglich hin. Mann, ho. Der ist gemein zu mir. Ich darf noch nicht gucken. Bushaltestellen sind schön, so mit Werbeplakaten, schöner Bank hier, schön, Straßenlaternen, tolle Sache. Hat er wirklich gut gemacht, hat er wirklich gut gemacht. Die Busse, ja, die sind auch richtig schön, optisch, ja, kann man noch ein bisschen was machen. Ich denke, das weiß er auch, das ist nicht böse gemeint oder so, mit der Zeit wird man nur... ziemlich
wählerisch. Aber so die Straßen so, muah, perfekt. Also wirklich wahnsinnig geil. Coole Sache. Achso, der war nur kurz AFK. Toll, dafür habe ich jetzt gewartet. So, jetzt laufe ich aber dahinter. Ich lasse mich jetzt nicht mehr aufhalten. Auch keine Ente oder sowas wird mich jetzt aufhalten. Ich will wissen, was das da hinten ist. Ich will wissen, was das hier ist. So. Sesam, öffne dich. Okay, ich gehe hier mal rein. Aha. Das sieht so ein bisschen nach einem kleinen Restaurant aus, kann das sein? Ah, okay, jetzt geht da was auf. Okay, da hat er so Sachen versteckt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Da ist irgendwas auf dem Dach, vielleicht tut sich da auch schon was. Müssen wir nur mal rausgehen. Uns das jetzt gleich sagen, wie man da reinkommt. Wo ist er denn wieder? Da. Der ist ein bisschen gruselig. Plötzlich switcht er einen hinter dem Rücken vorbei. Schauen wir mal, was er da jetzt macht. Dieses Gelecke, das ist gar nicht so einfach, sich da durch so eine schmale Tür zu bewegen. Komm schon. Ich will da rein! Jetzt. Am Tisch ist ein Knopf. Ah, da unten. Oh, oh, oh. Oh, cool. Geheim. Total secret. Schauen wir mal hoch. Mhm. Ah, okay. Schlafbereich. Und hier haben... Oh, schick. Weitsicht. Cool. Und wenn jemand hier einbricht und du müsstest schnell abhauen, dann kannst du schnell durchs Fenster hüpfen. Cool. Gefällt mir wirklich gut. Ah, schön. So. Dann sind wir bei dem am Ende. Was hat er jetzt da noch? Schauen wir mal. Oh, ein Schild. Oh. Es fällt um. Aber es soll ein Schild sein, ein Xarok-Schild. So was erkenne ich immer sofort. Oh, und das dreht sich sogar. Schaut mal her. Cool. Da lacht das Herz. Das finde ich schön. Ich will, dass es sich dreht. Dreh dich! Süß. Da freue ich mich über sowas immer. Das ist immer toll. Ja, gut, dann bin ich beim Gumba-Fan. Ist ein Fan von Gumba. Ich weiß gar nicht mehr, wer Gumba ist. So, dann bin ich auch mal weiter. Wenn du willst, können wir uns noch meine Gurkha-Strecke anschauen. Ja, das können wir gerne tun, aber nicht mehr in der Folge. Denn es gibt ja noch andere Leute, die gerne was zeigen möchten. Vielleicht dann das nächste Mal. So, wirklich, wirklich nett die Stadt. Hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, dass er sich über das Video freut. Und wir gehen jetzt mal raus. Schauen wir mal, ob wir noch auf die Schnelle noch einen auftreiben können. Normalerweise schon. Aber das muss ja dann auch funktionieren. Den machen wir weg. Was haben wir hier? Können wir Xauxil den im Steam ein. Okay, das mache ich später. Wollen wir vielleicht Scrap Mechanic? Ja, aber ich glaube, ich hatte da noch einen. Das war nicht. Das war auch nicht.
Überraschend. Ja, das bin ich. Der eine mit dem Bus hat geschrieben, ich bin überraschend. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber ich glaube, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Kannst du bitte kurz kommen? Kann nicht mehr lang. Okay. Ach scheiße, der ist schon offline. Das wäre jetzt eigentlich eine gute Chance gewesen. Das war der RC-Tuner. Hallo, ich habe für dich in Skirt Mechanic ein Rallye-Autoport, das heißt Rallye Cavanilla. Und ich gebe dir die Erlaubnis, in meinem Video zu zeigen. Ja, frage ich mal, magst du es mir jetzt zeigen? Schauen wir mal. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Okay, da sind wir wieder gecrashed. Ich mache das jetzt so. Nicht vorstellen. Zuschauerrunde 3. Flat Crate. So, jetzt schreibt er, jetzt müsste es gehen. Wahrscheinlich hat er irgendwas hingestellt gehabt, was eine Mod, wo eine Mod drin war. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ah ne, schon mal. So, jetzt. Ah, hat geklappt. Gut. So. Aha, okay, er war wahrscheinlich irgendwas am Bauen oder am Basteln. So, das läuft auch gerade ganz gut, das ist schön. So, das ist dann der letzte für heute. Tut mir leid, wenn die anderen noch nicht drangekommen sind, aber ihr kommt auch noch dran. Definitiv. Also jeder kriegt mal die Chance. Ich werde mir die Namen notieren, die heute drangekommen sind. Und, genau. Oh, das gefällt mir schon mal sehr gut hier. Sollte ich ihm sagen, dass ich aufnehme? Damit die Person Bescheid weiß. Bunner. So, okay. Also das gefällt mir schon mal sau cool hier mit den Baumeldingern. Also das finde ich richtig cool, so spritzschutzmäßig. Sau geil. Auch auf den ersten Blick optisch geil. Man sieht auch sofort hier, dass der Motor hinten ist. Ist der Motor hinten? Der hat hier auch so schöne Scheiben. Ich möchte nach oben. Hoch hinaus. Hey! Nicht wegfahren. Ich möchte gucken. Warte auf mich. Ich möchte gucken. Ich möchte Lucky Lucky machen. Ja, saugeil. Der hat den Motor hinten so reingemacht. Also das ist entweder ein... Ja, meistens sagt man dann dazu, glaube ich, Mittelmotor, wenn der so hinten auf der Achse liegt. Okay. Front ist auch richtig geil. Also er hat gesagt, das ist ein Rallye-Auto. Hat nur einen Sitz, okay. Zwei ist für die Klappe hinten. Cool. So, ich sehe auch, es stellt sich auch einer auf. Da könnte man jetzt gerade ein Rallye-Rennen machen. Also das Fahrwerk ist sehr gummimäßig. Richtig cool für Rallye. Schade, dass wir jetzt hier auf so einem glatten Gelände fahren. Oh ja, das fährt sich gut. Geil. Och, die Optik, die ist wirklich cool. Oh, jetzt bin ich Scheiße! Scheiße, ich bin ausgesprungen! Ha! Ich wollte Leertaste benutzen zum Driften. Und jetzt haut das Ding ab. Und er denkt wahrscheinlich, ich sitze da noch drin. Also fährt sich richtig cool. Ja, guck mal, wie das Ding die Runden dreht. Das fährt sich alleine viel besser als mit mir zusammen. Oh. Oh, oh. Ah, jetzt. Er hat sich eine Kloschüssel oben aufs Dach gesetzt. Sehr gut. Dann kann er mitfahren. Guck mal, wie gut das Ding da hinten alleine fährt. Ich weiß auch nicht, wieso man immer hier so komische Sachen machen muss. Was mir gerade auffällt, ist hinten der Auspuff. Wieso hast du den so verteilt? Wieso? Also... Ach so, er hat hier den Endschalldämpfer und dann hinten die Endrohre. Ja. Kann man eigentlich so machen. Aber ich find's cool, dass der so geil auf Details achtet. Auch hier so mit den Winkeldingern hier, die so schön rumwackeln. Sau cool. Auch optisch wirklich hammermäßig. Farbe passt. Schön breit.
sehr stabil, nicht zu viel Speed, also wirklich geil. Also wirklich cool. Fragen, ob er noch was hat, was du zeigen magst. Aber nur ohne Mods, genau. So. Schauen wir mal. Cooler, also wirklich cooler Rallye-Wagen. Ich hatte jetzt ja auch vor kurzem ein nettes Gespräch mit Ideenschmiede, das war immer ganz cool, weil er auch dann gesagt hat, mit Mods bauen oder nicht. Ihr wisst ja auch inzwischen von mir, dass ich nicht mit Mods spielen möchte. Aus dem ersten Grund Performance, zweiter Grund, nicht jeder hat die Mods, dann funktioniert es nicht. Dann ist das Problem, wenn ein Update rauskommt vom Spiel, dann funktionieren die Mods wieder nicht. Und da war ich mit Ideenschmiede eigentlich auf einer Wellenlänge. Und deswegen, ich finde die Mods auch saugeil. Also ich finde die super mit den ganzen Details. Aber ich denke mal, früher oder später werden die Entwickler das so machen, dass die Mods irgendwann ins Spiel integriert werden. Sprich, wie die Stangen, die gab es ja am Anfang auch nicht. Das finde ich voll cool. Oh, das sieht ja auch schon wieder geil aus. Die Farbe gefällt mir gut. Oh ja, das fährt sich auch nett. Richtiger kleiner Formel 1 Wagen. Ich würde jetzt sogar eher sagen Formel 2, weil die Formel 1 sind ja eher recht ja, lang. So Formel 2 sind immer ein bisschen kürzer, so würde ich die jetzt hier bezeichnen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Die Farbe ist cool. Kleine Spoiler, fein, aber uhu. Wie hat denn das eigentlich gemacht? Wieso ist denn der so weiß? Wieso ist denn das Schild so extrem weiß? Ach so. Hat er den einfach nur weiß gefärbt, oder? Ich glaube, das ist hier, warte. Das ist, glaube ich. Hey. Wie hat er das gemacht? Ich frage mich gerade. Ich meine, klar, man kann es. Kann man denn. Geht das? Jetzt muss ich selber mal ausprobieren. Weil, wenn ich das hier nehme oder das hier nehme, das ist ja ungefähr die. Ah! Hey, jetzt sehe ich es wegen dem Schatten! Weil wegen dem Licht sah das einfach nur weiß aus. Da hat man nichts gesehen, aber wenn der so. Ich werfe ja keinen Schatten. Aber dadurch, dass er den Schatten geworfen hat, hat man gesehen, dass das diese roten Schilder normalerweise sind. Ist ja lustig. Oh, er klemmt fest. Jetzt er. Cool, ja. Tolle Fahrzeuge, also wirklich. Hier so mit den Gelenken wirklich cool gemacht, so schräg gestellt. Mhm. Hier auch. Cool, ja. Gefällt mir gut. Ja, dann sind wir eigentlich auch am Ende dieser Folge. Oh, da hat er noch was. Noch was Kleines. Das sieht ja süß aus. Oh, das ist ja niedlich. Oh, 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 oh. Ein bisschen holprig, es hat kein Fahrwerk. Haha, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Gas gibt. Ey, das sieht ja geil aus. Doink! Haha! Doink! Das könnten so kleine NASCARs sein. Oh, aber die purzeln ja hier rum. Aber süß! Cool! Haha, nett! Ja, da sind wir eigentlich am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr begrüßt das, weil ja so viele diesen Wunsch haben, mit mir mal zu zocken. Und ja, ich finde das eigentlich eine ganz nette Idee.
Und schauen wir mal, wie das ankommt, wie ihr das findet. Wenn ihr sagt, ja, Xauk macht das mehr, dann werde ich das auch mehr machen. Beziehungsweise halt immer dann schön am Abend, wenn ich Zeit habe. Und ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge und sage ciao, ciao.